Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Hm? Da ist eine Tür. Fuck life hier. Wie die Fuck life Cat. Ja. Kann ich das noch mitnehmen? Das Pferd oder das Ding? Ich meinte den Müllcontainer, nicht das Pferd. Das Pferd müssen wir, glaube ich, jetzt da stehen lassen. Oder kann man das irgendwie saven? Ich glaube nicht, ne? Das arme Pferd. Das ist doch noch im Winter, glaube ich. Ich weiß es nicht mal, wann ich es wo noch hab. Oh, Ellie, hau doch mal ab! Ich lass es mal hier stehen. Vielleicht, kann man das ja dann später mitnehmen. So, welche Waffen habe ich gerade in der Auswahl? Alter, 77, was ist denn das für eine Waffe? Welche? Das ist der Flammenwerfer. Alter, was sind das für Einheiten? Vielleicht Milliliter oder so. Lol. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Weißt du, wollte ich lauschen, drücke ich einfach nur Kreis. Lol. Und halte Kreis so gedrückt, so. Wieso, wieso passiert nichts? Wo sind sie? So, da wir wieder so einen langwierigen Abschnitt haben, Kira. Hm? Erzähl doch mal von deinen Lieblings-Handheld-Spielen oder Konsolen oder irgendwie sowas. Spiele oder Konsole? Das ist ein Unterschied. Und wie wär's mit beidem? Nacheinander? Mein Lieblings-Handheld-Konsole. Ja. Lass mich kurz überlegen. Da ich ja jede schon mal hatte oder habe. Nein, nein, das, so darfst du das nicht sagen. Jede hattest du noch nicht. Ich hatte von jedem Grobmodell quasi eine Ausführung. Hattest du ein Sega Game Gear? Nein, das sehe ich aber nicht zu Handheld. Ich meine jetzt Nintendo. Das war ein. Ja, okay, gut. Dann mal los. Redest von Nintendo Handhelds. Davon hatte ich in jeder Kategorie einen. Oder mehrere auch. Okay. Ich mag den 3DS, den New 3DS. Auch wenn es sich jetzt noch nicht lohnt. Ja, das stimmt, das tut er wirklich nicht. Und ich mochte den SP sehr gerne. Das war sehr lange mein Lieblingskonsole. Sieht gut aus. Bei mir genauso eigentlich. Ich hatte auch lange Zeit den GBA SP, so ein, zwei Jahre. Da war das so richtig mein Main-Gerät. Ja. Und ich mag natürlich auch den ganz alten Gameboy, den ich auch mal hatte, der aber irgendwie verschwunden ist in den Keller meiner Eltern. Oh, das ist ein schwarzes Loch. Keller der Eltern, das ist ein schwarzes Loch. Den mochte ich auch richtig gerne, aber Juhu! Jetzt im Moment ist es der New 3DS. Okay. Euer Heilmittel ist hier. Ist also bei mir ist es jedes 3DS-Modell. Dann wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Lange Zeit mochte ich auch natürlich den normalen DS, in Schrägstrich DS Lite. Das war dann nach dem SP sehr lange mein Main-Gerät und das sind so die zwei Geräte, der DS und der SP, mit denen ich quasi, ja, ich würde sagen, mein Großwerden so mehr oder weniger mitgeprägt hatten. Leider habe ich den SP sehr spät bekommen. Ich nicht, ich habe ihn direkt zum Release bekommen, so wie jede andere Konsole. Einzelkind. Genuss. Nein, selbst als Einzelkind habe ich nicht. Kaum Konsolen bekommen. Ich habe. Ach, verdammt. Eine SNES bekommen. Nach Release der N64. Und. Oh, nochmal 50 von denen. Okay. Und was hatte ich sonst? Und Game Boy Color habe ich bekommen. Nach Release des GBA.
Also ich wäre ein sehr trostloses Kind, Ich nicht. was das Ich angeht. hatte sehr großzügige Omis und so und habe eigentlich jede Konsole, die ich mir gewünscht habe, auch an Weihnachten nach Release bekommen. Voll geil. Das stimmt, das ist echt cool. Meistens. Für die Wii habe ich sehr lange gebettelt, aber die habe ich dann auch irgendwann bekommen. Ich überlege gerade, welche Konsole ich wirklich zum Release gekauft habe. Oh, das muss ich sagen, die erste eigene Konsole, die ich mir gekauft habe, also die erste Konsole, die ich mir gekauft habe, selber zum Release, ist der New 3DS auch. Jetzt habe ich mir die erste Konsole überhaupt, die ich mir selber gekauft habe. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Richtige Krempel. Sau. Der 3DS habe ich ja Ich auch kapier's geschenkt nicht. bekommen. Stimmt, den normalen 3DS Sieht hast du auch aus, als als wären sie Geschenk bekommen. überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Mach mal einen Scanner. Ja. Weißt du, der sagt, bleib in meiner Nähe und die rennt vor. Ja, ist echt so. Wie war das bei mir? Ich weiß gar nicht mehr. Die einzige Konsole, die ich wirklich zu Release gekauft habe. Stimmt, denn New 3DS hatte ich sogar noch vor Release. Weil ich zum exklusiven Kreis gehöre und so. Nein, Spaß beiseite, ich habe da die Botschafterversion gekauft. Bei den normalen 3DS, den habe ich nach Release erst gekauft. Die Wii U habe ich auch deutlich nach Release gekauft. Aber jetzt noch zu Zeiten, in der sie aktuell ist, sag ich mal. Eigentlich könnte man sagen, dass die einzige Konsole, die ich mir wirklich zu Release kaufte, war der DS Lite. Der ist nämlich rausgekommen und dann habe ich mir direkt am Geburtstag danach, das war dann irgendwie einen Monat später oder so, habe ich mir den dann gekauft. Weil dann hat man das Geld und so. Schon klar. Und hallo Sepp 26, by the way. Hallo. 91, hast du vergessen? Uch. Ich muss ja nicht jede Zahl hier vorlesen, oder? Stimmt, der New Free. Ja. Ist da nichts drin? Och, jo, Mann, ihr Ficker. Machen Sie Schubladen, wo nichts drin ist hier. Weißt du, freut. Weißt du, müsst ihr gerade aufmachen und dann kommt so Trollololo. Dieses Trolllied, Ah. weißt Lalalala. Oh Gott, ey, das wollen das die Leute auf YouTube hören. Ich Nein. singe, das ist schrecklich. Es hören genug Leute auf Twitch. Sechs Stück momentan. Ja, aber immerhin. Es ist bei uns schon fast eine Rebellion. Was machst du da? Nichts. Ich höre irgendwas, aber das ist nicht im Spiel, oder? Ich weiß es nicht. Leider können wir den Fernseher auch nicht so laut machen, wie ich es gerne hätte, weil sonst hört man das alles doppelt. Vielleicht sollten wir Funkkopfhörer am Dings benutzen. Ah, ich habe ja keinen USB und keinen Keine Klinkenanschluss. Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. So. Kann man da durch? Nein. Warte mal. War es nicht eben noch Tag, als ich hier reingegangen bin? Ey, guck mal, dieses Gebäude da hinten. Weißt du, wie das aussieht, dieser Hintergrund? Wie denn? Aber wie so eine Fototapete. Kennst du das, was ich meine? Das sieht nicht aus wie so ein 3D-Modell da hinten, finde ich. Okay. So was macht man, um ja, Rechenleistung quasi einzusparen. Und Größe. Mist. Was war hier? Wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Oh, es ist die blasende Plaisy. Das
höre ich die ganze Zeit. Ah, ja, Mann, ey. Dafür, dass sie so teuer ist, sage ich mal, finde ich sie schon etwas laut. You. Klicker. Firefly ist auch nicht. Was ist dein Lieblingsspiel auf Feind? Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Warte. Weitersuchen, wir werden was finden. So, jetzt haben wir aufgehört zu labern. Genau. Auf Handhelds. Lass mich kurz überlegen. Warte, sei ruhig. Jo. Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein! Der beißt. Oh mein Gott. Er stellt 100 Pro Geschwert auf YouTube. Wieso lachst du, Kira? Wieso? Was ist daran so lustig? Ach nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Sound im Stream war diesbezüglich, weil bei mir kam gerade dieser Sound aus dem Lautsprecher des DualShock 4. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt bei euch klingen könnte. Also, tut mir leid, das... Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Richtig kacke klingen sollte oder so, dann kann ich nur sagen, Pech gehabt. Joel, putz mal dein Auge bitte. Mein Lieblingsspiel. Ja, deine Lieblingsspiele auf Handhelds. Mario Kart Super Circuit für GBA. Das ist der GBA-Teil, genau. Der ist cool. Na, ja, okay. Oracle of Ages bzw. Seasons. Game Boy Color. Yes. A Link to the Past. Nein, Moment. Wir reden über Handheld. Ich dachte über die Spiele allgemein, okay. Handheld. Handgehalten, ja. Handgehalten. Majora's Mask 3D. Ja. Ich finde Animal Crossing Happy Home Designer cool zum Zeitvertreiben. Ist doch. Animal Crossing auch halt so gleichwertig. Jo. Sonst keine mehr? Warte. Wenn Sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh! Was Super. Sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich glaube, noch kommen die hier.
Sonst fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Okay.